Wollte sagen, das sah ja jetzt eigentlich relativ richtig aus, oder? Okay, was kommt dahin? Da kommt, da kommt. Nee. Hä? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Wieso das jetzt manchmal richtig und manchmal nicht richtig ist? Ach so, es gibt richtige und nicht richtige. Ah. Das ist ein Gottesanbeter. Ach so. Nee. Nein. Mist, welcher war denn das? Mist. Jetzt mache ich alles falsch. Moment, mach doch mal langsam. Das da. Und dann... Das da und... Was fehlt denn da? Ein Stück Arsch. Aber nicht dieses Stück Arsch. Yay. So. Wirklich großartig. Und wir kriegen ein Kristallauge. Wo ist denn der Hund geblieben? Langsam fehlt der mir irgendwie so ein bisschen. Und wieder in die Vergangenheit. Haben wir noch Zeit? Ich glaube schon. Ich denke mal. Wenn nicht, dann werde ich ihn Schnitt machen. Watson, what's wrong? Did you see the beast? Oha. Nein, aber eine Spinne. If I had to choose between the hound and the monstrous tarantula that has taken up residence here, believe me, I'd hesitate a few minutes before deciding. Sir Henry, I beg you to excuse the remarks of Dr. Watson. His phobia for spiders makes him absolutely illogical. Ganz ehrlich, Holmes, hab du mal sowas. Da kannst du dich nicht groß. It's understandable. Let's try to find out what happened to Lily Baskerville. Ganz im Ernst, also ich glaube, ich würde den Hund vorziehen. Jetzt im Ernst, also eine Spinne, vor allem eine Tarantel, das ist ja nun mal was ganz anderes als eine normale Spinne. Schemastück. Also Tarantel, das ist... Habt ihr mal eine Wolfsspinne gesehen? Mit ein langes Objekt an einen Schlüssel zu gelangen. Ass, das ist nicht das Richtige. Wo ist mir wo verkaspern hier? Puh. Termiten. Oh, hunderte Mieten. Wir müssen die irgendwie in Gegenwart bringen, damit sie die Holztruhe befallen können. Oh mein Gott. Ich würde mal sagen, dafür brauchen wir ein Holzstück. Hier habe ich erstmal ein Wappenstück. Denn Termiten fressen Holz ja so gern. Also musst du irgendein Holz da anschleppen. Eine Blume. Oh. Insektenpuppe. Schleunigen wir den Prozess. Oh mein Gott. Glücks... Was, du Glückspilz? Du hast die Auszeichnung erhalten, weil du die Geschwindigkeit dreimal eingesetzt hast. Das hast du wirklich... Ach so, gezähmte Zeit. Aha, super, Schmetterling. Dieser... Was? Diese flattern zu schnell, um sie per Hand zu fangen. Haben wir vielleicht einen Schmetterling genetzt? Nö. Mal davon ab, ein Schmetterling mit der Hand fangen ist ja nun echt nicht das Problem. Das Problem ist vielmehr, dass die verrecken, wenn du... Okay, unvollständiges Bouquet. Aha, ja, okay. Dass die verrecken, wenn du ihnen die... dieses Pulver von den Flügeln nimmst. Die können ja nicht mehr fliegen. Wurde mir zumindest so als Kind erzählt, ob das... Also das mit dem Puder oder Pulver, habe ich eben gesagt, ne? Mit dem Staub oder Puder oder wie das... wie man es jetzt immer nennen will, das ist schon aber... Dunkler Ort. Gucken. Yay! Und schon haben wir das Bouquet vollständig. Ein Schmetterling. Noch einer. Aber... ich habe immer noch kein Netz. Noch eins von diesen Tetravexen. Tetravexen klingt irgendwie komisch. Ein langes Objekt. Ich wundere mich, dass wir das nicht benutzen können. Das ist doch irgendwie seltsam. Wieso kann ich denn den Schürhaken nicht benutzen? Wo gibt es denn was zu erledigen? Es gibt doch bestimmt wieder... Nur hier? Nee. Ich würde sagen, es gibt doch garantiert wieder hier irgendwo. Die Musik ist schon ziemlich cool gemacht. Die ist, also deswegen... ich würde sie gern lauter stellen, aber... toll, ihr seid ja auch gut. Wenn wir die sowieso an der... ups... Gartentür, wenn wir die sowieso
hier in die Sammlung einfügen und die da andübeln an die Wand, dann kannst du so auch totfangen. Also sowas Bescheuertes. Das ist ja nur tierisch albern, meinst du nicht? Lieber Holmes. Das macht den Kohl doch auch nicht mehr fett. Tja, das ist jetzt natürlich gut hier, ne? Da habe ich bestimmt hier irgendwas vergessen. Ja, die kannst du so nicht fangen. Gut, okay. Tja, nur noch hier. Was wird es wohl sein? Das sehen wir dann im nächsten Run. Bye-bye, liebe Leute. Hallo und willkommen zurück bei Two Creative Zockt Sherlock Holmes, beziehungsweise ich, Tidal Tempest. Schon 2 Stunden und 36 Minuten, du meine Güte. Und das am Stück. Also es lässt mich nicht los. Ich bin furchtbar neugierig, wie es weitergeht. Ich bin aber auch wirklich furchtbar dämlich, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie es weitergeht. Weil ich hier irgendwie etwas übersehe. Angeblich gibt es nur noch etwas hier in dieser Zeitepoche, möchte ich sagen. Ja, die Termiten, das ist ja schön, aber was möchtest du denn von mir? Das hier? Nö. Was sollen die bitte befallen? Das verstehe ich nämlich jetzt gerade nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Wir müssen sie irgendwie... Oh, ich soll jetzt die Zeit beschleunigen, oder was? Ich habe gedacht, ich soll... Nee, warte mal. Hä? Das ist ja schön und gut, aber... Oh, lass mich raten. Ich soll es kaputt machen. Natürlich. Was auch sonst. Oh. Wespe. Jö, ein Gewicht. Thermometer... Thermometer, Thermometer. Wir sind ja eigentlich im Terrarium dran, aber egal, jetzt erstmal ein Elefant. Elefant sehe ich gerade auch nicht so auf die Schnelle. Ihh, oh mein Gott. Ihh, ist das eklig. Spinne. Ach, Quarz. Mich würde man da nicht reinkriegen. Was? Hundepfotenabdruck? Ja, der ist ziemlich eindeutig. Ein Schiff. Ein Schiff. Ein Schiff. Hier. In einer Buddel. Termiten. Termiten, ja. Termiten sind eigentlich so klein. Termiten? Das da sind Termiten. Eine Postkarte. Eine Postkarte? Eine Postkarte. Eine Kerze. Hier. Nee, das hier? Nee, das war eine Zigarre. Eine Schlange. Das Thermometer habe ich immer noch nicht gefunden. Zweimal eine Zange. Das ist eine Schere, ne? Jo. Oh je, also hier wird es ein bisschen gemeiner. Das ist eine Zange. Das ist, glaube ich, auch eine, ja. Da ist der Elefant. Eine, hier ist das Thermometer. Gut, was siehst du jetzt als Karte? Nee. Eine Karte, eine Karte, eine Karte. Eine Schaufel. Dick und fett. So, eine Karte, eine Postkarte und eine Kerze. Nee. Was ist das überhaupt? Manche Sachen erkenne ich hiervon wirklich überhaupt nicht. Das ist eine Lupe. Das sehe ich jetzt auch erst. Ey, mein Gott. Ich habe dieses Ding nicht gesehen. Das ist eine Bandage oder sowas.
Eine Postkarte. Ist hier. Eine Karte. Das da und eine Kerze. Die dumme Kerze, glaubst du es denn, ey? Sowas so doof. Immer diese banalsten Dinge. Nee. Eine Raupe, wie süß. Guck, die dumme Kerze, das gibt's doch nicht. Kerze, 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 Kerze. Nee, zeig mal. Oh Gott, ich hab gedacht, das wäre eine Dings, keine Ahnung. Egal, du hast Termiten. Auf in die Gegenwart und bitte mal fressen. Oh Gott, lass mich mal raten. Zeitbeschleunigung. Schmetterlingsnetz. Na, 1A. Und fangen bitte. In die Vergangenheit. Und fangen und fangen und... Was weiß ich nicht alles. So, Momente. Und wieder zurück. Ich weiß jetzt nicht, wie viele wir noch brauchen. Ich, ja, aber sonst steht ja auch für unten da. So, was soll ich jetzt wieder Schönes machen? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja. Was hätten sie denn gerne? So memory-mäßig wahrscheinlich, ne? Okay, also das hier und das soll jetzt wahrscheinlich mit einem Gleichgesinnten zusammengesetzt werden, oder was? Oh je, mini, das ist ja was für mich. Nein, das ist er nicht. Das da ist er. Ach so, du... Wollte sagen, das da, ja. Ich habe gedacht, man soll es einfach nur tauschen. Das ist eigentlich einfach, weil ich von mir selber glaube, dass ich sowas sehr gut kann. Das ist nicht derselbe, stimmt, die... Flüge sind ein ganz... Kaum sage ich es, ne? Der hier unten ist das. Ich muss gerade sagen, die Flüge waren ein wenig anders. Ich habe eine SMS, die ich aber erst gleich lese. Die da, die sind ja sehr markant. Der hat einen Braunton. Das ist der da, das ist der da, das ist der da. Das ist nicht der hier. Und auch nicht der hier. Die beiden gehören aber zusammen. Der ist das da und, oder? Nee, das ist der nicht. Wo sitzt der denn, ey? Hallo? Der und... Warte mal, mach die mal weg. Doch, der und der. Der und der hier. Der und Düsel da. Das sind aber doch nicht dieselben, hallo? Guckt euch mal an, das ist ein ganz anderes Muster. Wahrscheinlich brauche ich den einzelnen davon. So. Ja, aber Gott sei Dank, einer bleibt nämlich übel. Nicht der, den ich jetzt gedacht hätte, aber... Wirklich großartig. Wow, großartig. Du hast nacheinander 10 Rätsel ohne Überspringen abgeschlossen. Dir entgeht einfach nichts von wegen. Rätselweise. Wow. Und das hat uns jetzt was gebracht, wenn ich fragen darf? Hier. Wappenstück. Ich wollte sagen, ich gucke. Moment. Toll. Was für eine tolle Nachricht der mir schickt, ey. Was für ein Trottel das einfach nur ist. LTF hat mir noch was geschrieben, was soll's. So, Dele, ein Wappenstück. Gut, das ist schön. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo es überhaupt weitergeht. Immer noch hier. Also, beziehungsweise in dieser Epoche. Ja gut, ne? Aber, was haben wir denn noch Schönes hier? Ich brauche etwas Langes. Ja gut, soll ich das jetzt hier mit... Ja, ich soll es hier mit runterholen. Und damit wollte ich gerade sagen, kann ich jetzt, glaube ich, auch endlich in diesem doofen Raum... Halleluja, ich bin echt neugierig, was es da jetzt gibt. Genau, bitte setz es ein. Was hätten sie denn jetzt gern? Oh, ich hab's geahnt. Die sollen natürlich alle nach unten. Mann, war das schwierig. Mann, bin ich toll. Zufall und so weiter. Endlich die Tür öffnen. Jetzt können wir das Obergeschoss betreten. On this floor we will find the rooms of Edward and Elizabeth. At the end of the corridor we should find the astronomical observatory of my uncle. As for the room at the right, I think that is the room that was prepared for me. Unfortunately, my uncle didn't send me the keys. Toll. Locked doors are not an obstacle, Sir Henry.
a loss of time at the very most. Oh, ja, wieder. Also ganz ehrlich, die Linse, die wäre mir auch ins Auge gefallen, wenn ich blind wäre. Das dicke Dingen da, Mann, oh Mann. Ein Bild. Henry, oh Gott. Und so weiter. Der Monarch mit den 6 Ehefrauen. Er hat einen Schlüssel, aber er ist nicht ergreifbar. Es ist nur ein Abbild. Das wäre witzig gewesen. Die Linse. Einfach mal so zum Spaß. Hätte ja sein können. Henrys Raum. Yo. Ein einfacher Schlüssel würde schon reichen. Tja, ich denke mal, dass wir tatsächlich ja in der Vergangenheit dahin gehen müssen. Was eine Wachsform. Wir sollten etwas schmelzen, um herauszufinden, was da drin ist. Beziehungsweise sie schmelzen. Gucken wir gleich mal. Charles Tür. Ich möchte nochmal gucken, ob es hier noch was gibt. Edwards Tür. Ein Tetravex. Ein Tetrapack, ey. 5 Stück immer noch. Großer Gott. Okay, wir gehen jetzt erstmal in Elizabeths geschlossen. Ich wäre überrascht, wenn es nicht so wäre. Dann gehen wir halt zu Edward. Oh nein, geschlossen. Wir sind denn... Ah ja, jetzt weiß ich auch, wofür die da sind. Oh Gott, und dann darf ich noch rausfinden, was das für Ziffern sind. Oh je, Mini. Das ist gut. Dann gehen wir halt nicht dorthin. 2 Objekte fehlen. Ja, gut, dann gehen wir halt nirgends hin und wir gehen mal zurück, würde sagen, denn ich denke mal, dass es wieder mal dass ich hier mal wieder gucken darf, wo ich bleibe. Oder auch nicht. Hallo?